Hallo meine Lieben, nochmal ein kurzes Video über das Ankunft des Herrn. Entschuldigt meine Erscheinung, ich bin noch ein bisschen weg. Man kann nicht so richtig duschen, nur ein bisschen abwaschen nach der OP. Aber das hindert mich nicht, noch ein paar Worte über diese Endzeit, was so gewartet wird. Dieses Video ist eigentlich nur an Christen gerichtet, mehr oder weniger. Und ich würde mich freuen, wenn jemand anders das auch hört, dass er sich noch heute überlegt, ob er nicht aus dem Brunnen, was Jesus Christus sagt, wer dürste, soll zu mir kommen. Er kriegt zu trinken umsonst. Und das Schöne ist, dass er selbst zu Brunnen wird und kann weiter das Wort des Lebens weitergeben. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert in YouTube und ehrlich, es ist mir aufgefallen, wenn über Thema Endzeit gesprochen wird, wenn über okkulte Sachen gesprochen wird, wenn über Sachen gesprochen wird, wissenschaftlich oder alles, was mit der Endzeit zu tun hat. Da hat man sofort 40 bis 50.000 Klicks. Aber wenn man über das Wort Gottes redet, wenn man über Jesus Christus redet, wenn man das predigt, was eigentlich dein Leben rettet, dann werden eigentlich, wenn es hochkommt, 60 bis 100 Klicks. Und das sind vielleicht nur Leute, die sich abonniert haben an deinen Kanal, die alle deine Videos anschauen. Aber diese Themen, biblische Themen, werden heute gar nicht gesucht. Eigentlich über Thema Entrückung ist gut zu sprechen. Es ist sehr gut zu wissen, dass die Zeit nahe ist. Das hat schon Paulus damals gesagt, nicht nur den Thessaloniker, auch der Korinther, Kolosser, dass die Zeit nahe ist. Das hat auch Petrus gesagt. Die Zeit ist nahe. Und wir leben jeden Tag in der Erwartung seines Kommens. Wir warten schließlich auf den Bräutigam, auf den, der uns geliebt hat, auf den, den wir sehr lieben, weil er unser Leben gerettet hat. Er hat uns neu gestaltet durch seinen Geist. Er hat uns Ziele gegeben. Er hat uns Hoffnung gegeben. Er hat uns Freude gegeben. Er hat unser Leben erfüllt. Und das Schönste dabei ist, dass wir das auch weitergeben dürfen. Man braucht eigentlich theoretisch die Bibel gar nicht lesen, um zu wissen, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Wir schauen auf Israel auf und wissen, dass der Feigebaum wieder bald blüht. Der Sommer ist nahe. Der Feigebaum ist eigentlich auf Jerusalem gedacht, weil Israel ist das Weinberg, über was Gott öfters in der Propheten gesprochen hat.
Und mitten in den Weinberg hatte er eigentlich den Feigenbaum gepflanzt. Und er wollte es nach 3 Jahren ausschlagen, weil es keine Früchte brach. Und der Weingärtner hat gesagt, noch ein Jahr lass ihn. Und Jesus hat ihn noch ein Jahr gepflegt und er wurde ermordet. Und der Feigebaum wurde ausgeschnitten. Und siehe, der Feigebaum holt wieder Sprosse. Und er wurde jetzt wieder zu einem Baum, der Blüten bringt. Das ist ein Zeichen für uns, wo wir wissen, Jesus Christus kommt bald. Aber es ist nicht nur Israel. Es ist darüber, was ich vorher gesprochen habe. Der Abfall von christlichen Werten, der Abfall vom Glauben an Gott. Gottes Wort hat heute nichts mehr zu melden. Gottes Wort ist heute ein Fremdwort für viele. Und sogar Christen lassen sich da verführen. Christen, die nicht beständig waren, die eigentlich wie ein Fels war, auf dem das Samen gefallen ist. Und der Samen konnte nicht richtig aufgehen. Es sind so wie die harten Wege, wo der Samen auffällt und die Vögel picken es auf. Aber diejenige, die gute Erde in ihren Herzen tragen, da ist Gottes Wort aufgegangen. Und für die ist deutlich, dass Jesus kommt bald wieder. Natürlich diese Zweifel, die Vögel und das harte Gestein, das kann dich irreführen. Aber Gott kann aus hartem Stein weiche Erde machen. Gott kann aus einem goldigen Gefäß ein rostigen Gefäß machen. Gott kann aber aus einem rostigen Gefäß ein goldenen Gefäß machen. Bei Gott ist nichts unmöglich und deswegen ist es wichtig, dass du dastehst vor seinem Angesicht und ehrlich betest, Herr, errette mich. Errette mich in meinem Unglauben, in meiner Schwachheit. Ich weiß nicht, wenn ihr gemerkt habt, dass sowohl Paulus als auch Petrus, als Jakobus, nicht Johannes, keiner spricht von der endzeitlichen Zeit, also der Zeit des Antichristen, nur andeutend. Paulus sagt, die Ankunft des Herrn kommt nicht, bevor der Abfall kommt. Der Abfall muss kommen und der Abfall ist da, liebe Leute. Der Abfall wird immer gewaltiger und gewaltiger. Aber der Mensch des Abfalls, der muss noch offenbart werden. Aber nicht für uns. Nicht für die Gemeinde Christi. Paulus redet wenig davon. Petrus redet wenig davon. Petrus redet sogar von Spötter, die sagen, wo bleibt denn euer Herr? Schon seit Ewigkeit redet ihr über das Kommen des Herrn und er ist immer nicht gekommen. Und plötzlich wird das Verderben über sie kommen. Und plötzlich werden Leute verschwinden von der Erde. Und die werden nicht mehr da sein. Ich bin sicher, dass auch viele Christen sagen, irgendwas kann nicht stimmen.
Der Herr kommt immer und immer nicht. Er verspätet sich nicht. Und gerade durch den 23. September will ich jetzt nochmal darauf hinweisen. Ist eine Bestätigung für uns, dass Jesus ist vor der Tür. Paulus schreibt nicht viel über das Antichristus, fast gar nichts. Petrus auch nicht. Warum? Weil die Gemeinde Gottes hat damit nichts zu tun. Weil es auch nicht wichtig ist, zu wissen, wie man sich da verhält. Johannes hat in Offenbarung über die Endzeit gesprochen, über der Zeit der Antichrist. Und dieses prophetische Wort werden auch viele Leute brauchen, die hier bleiben. Die werden es brauchen. Die werden sich daran erinnern. Und sie werden sehen, dass alles, was Johannes in der Offenbarung gesehen hat, alles, was Daniel gesagt hat, geht hundertprozentig in Erfüllung. Genauso wie all das, was bis jetzt geschrieben worden ist und in Erfüllung gegangen ist. Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes schreibt uns nicht viel, weil wir das nicht nötig haben über die Zeit der letzten 70 Jahre, was für Israel bestimmt ist, weil wir nicht mehr da sind. Paulus sagt, lass mich da hier lesen mal kurz, wir haben sie schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an der Wahrheit. In Heiligung des Geistes, der Geist Gottes, der gekommen ist, um uns heilig zu machen. Wozu er auch euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns seine Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und befestige sie in jedem guten Werk und Wort. Es ist egal, ob der Herr Jesus heute kommt oder morgen. Es ist egal, ob er am 23. kommt, und er wird kommen. Sicherlich in diesem Zeitraum, irgendwann. Wir wissen nicht, Gottes Gnade ist wirklich sehr reichlich, und wenn Gott noch ein paar Tage drauflegt oder abzieht, das ist in seiner Gewalt. Aber wir sollen standhaft sein in Wort und in Werken. Wir sollen bereit sein, jede Zeit unser Herrn gehorsam zu leisten. Paulus schreibt uns nicht viel. Er schreibt, dass der Antichrist kommt. Aber von der Zeit schreibt uns nicht, weil wir das nicht nötig haben. Und Petrus genauso. Wie des Menschensohn kommen wird, sagt Petrus auch und Paulus auch. Es wird wie ein Dieb in der Nacht kommen, plötzlich alles zack, zack. Aber er redet nicht so wie in der Offenbarung über diese Zeit oder wie in Daniel in der Prophezeiung, was der Antichrist alles macht und so. Habt ihr euch nicht gewundert, dass Donald Trump sich so eingiebig einsetzt für Israel? Und habt ihr euch nicht gewundert, dass das ganze Schiiten, was es gibt rund um Israel, so wie die Prophezeiung das auch sagt, ich glaube, Ezekiel,
dass die alle diesen Deal eingehen möchten, mit Israel Frieden einzugehen. Aber wir brauchen eigentlich uns nicht vorzubereiten für die Zeit der Antichristen, weil wir gehen da nicht rein. Deswegen Paulus schreibt nicht, wenn der Antichrist kommt, wenn der sich offenbart, dann musst ihr ausharren. Dann dürft ihr sein Zeichen mal Zeichen nicht annehmen. Er hätte uns das geschrieben, liebe Leute. Er hätte uns nicht in Ungewissenheit gelassen, wenn wir in diese Zeit reingegangen hätten. Wir gehen aber nicht rein und deswegen sagt Paulus fast überhaupt nichts davon. Und Petrus auch nicht und Jakobus auch nicht. Alle reden nur über eins. Ich möchte nur über den Christus, den Gekreuzigten, wissen. Über das wollen die nur wissen, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Über seine Art der Wirkung in uns. Er möchte eigentlich gar nicht anders wissen, nur was Gott durch den Leib Christi erwirkt, wie er es aufbaut, wie er es führt. Nur darüber, aber für die Zeit des Antichristus schreibt er gar nichts, und weil er nicht musste darüber schreiben, weil wir in diese Zeit nicht reingehen würden. Natürlich, liebe Leute, es waren Verfolgungen bis heute und es sind auch heute Leute, die umgebracht werden. Aber wir sind nicht gewarnt darüber. Paulus schreibt nirgendwo, passt auf, wenn der Antichrist kommt, nimmt sein Mahlzeichen nicht auf. Ihr sollt wirklich gucken, dass ihr an Gott hängen bleibt. Der Geist Gottes ist zwar nicht mehr da bei euch, ja, da kommen die Engel und predigen euch. Und Gott wird euch wirklich auch führen, das schreibt auch in der Offenbarung, dass wirklich Engel predigen und Gott wird auch für seinen sorgen. Aber dass Paulus und Petrus sowas sagt, warum nicht? Warum sagt er nicht, weil wir nicht da sind? Lasst euch nicht in Ungewissheit oder von vielen Lehren hin und her schmeißen, liebe Brüder, sondern befestigt euch in den Glauben an Herrn Jesus Christus und wartet ihn, weil er kommt jetzt bald. Wenn das so gewesen wäre, dass wir in diese Zeit reingegangen wären, hätte Paulus uns das gesagt. Sagt nicht Jesus auch seinen Jüngern, ihr seid jetzt nicht mehr Sklaven, ihr seid meine Brüder, meine Freunde und ich will euch nicht verschweigen, nichts verschweigen. Und er soll jetzt der Gemeinde Christi verschweigen, dass wir in der Zeit der Antichristen reingehen. Vergiss nicht, dass die Offenbarung Johannes eine Prophezeiung der Endzeit ist, keine Prophezeiung der Gemeinde Gottes. Es werden da auch Auserwählten sein, deswegen mischt ihr das nicht bitte zusammen mit den Auserwählten der Gnadezeit. Gott hatte immer Auserwählten. Abraham wurde auch auserwählt, Mose wurde auch auserwählt, Samuel, David wurde auserwählt. Auserwählten waren immer da. Meine Lieben. Aber Abraham geht nicht in den Trübsalzeit. Mose auch nicht. Und wir auch nicht. Lasst euch nicht verführen, lieber Brüder. Schaut wirklich auf diese Lehren und schaut auf diesen wichtigen Grundlagen. Beweise, 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 das braucht der Mensch. Aber ist es nicht Beweis genug, was das Evangelium durch Paulus uns sagt?
Ist das nicht genug? Was wollt ihr denn noch hören? Wollt ihr Beweis, dass Jesus Christus morgen kommt? Ihr werdet es nicht kriegen. Wollt ihr Beweise haben, dass ihr Christen seid? Das werdet ihr auch nicht kriegen. Entweder ihr glaubt oder ihr glaubt nicht. Wir sind nicht die Schriftgelehrten, die Zeichen brauchen. Wir brauchen nicht Zeichen, weil wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen auf dem, der uns berufen hat, der uns auserwählt hat. Wir vertrauen auf unseren Vater, der ewige Gott ist im Himmel. Ja, auf den vertrauen wir. Und das Einzige, was uns beschäftigt, liebe Geschwister, wie kann ich meinem Herrn gefallen? Weil er kommt bald. Wie kann ich ihm gefallen? Oh, lass die Endzeit. Das kommt. Seid gewiss, es kommt. Die Bibel könnt ihr selber lesen. Braucht man nicht viele Bibelverse zitieren. Wir brauchen nichts beweisen, liebe Geschwister. Wie eins, was wir brauchen, ist das Evangelium, was Paulus uns gegeben hat durch die Gnade des Herrn. Oder umgekehrt gesagt, was Jesus Christus uns durch Paulus gegeben hat durch seine Gnade. Das brauchen wir. Und Gott segne euch echt. Gib euch, dass ihr in Stille geht, dass ihr euch prüft, euch versucht. Und Gott dankt, dass ihr diese Botschaft verstanden habt. Wir sind in Jesus Christus geborgen. Und wir gehören nicht zu der Endzeit. Die Endzeit ist für die Welt, für diejenigen, die nicht glauben, die nicht teilhaben an das, was wir teilhaben, Herr, an das Evangelium Jesus Christus. Was Christus für uns gestorben hat, ist, und er treu ist, dass alles seine Aussagen wahrhaftig sind und wir können drauf bauen. Gott segne euch alle. Amen.